Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Ich treffe heute unter anderem den Christoph Lüthi. Er ist Vater von einer Teenie-Mami. Als er 47 war, war sie 16 und schwanger geworden. Und sie hat sich klar für das Kind entschieden, obwohl sie gewusst hat, das bringt ziemlich viel Ärger in mein Leben hinein, beziehungsweise stellt alles ein bisschen auf den Kopf. Ramona lernt sie später in der Sendung kennen. Zuerst treffen wir also den Christoph, und zwar im Hotel Jakob in Rapperswil-Jona. Herzlich willkommen, Christoph Lüthi. Ein junger Opa mit 47 und jetzt sehen Sie eigentlich aber immer noch jung und knackig aus. Ja, und ich nehme jetzt gerade von meinem Opa-Bonus in Anspruch. Du darfst also ruhig du sagen. Okay, also Christoph, sagen Sie mal. Dir ist etwas passiert, das eigentlich nicht dürfte vorkommen. Mhm. Oder wo man befürchtet, vielleicht die eigene Tochter wird als Teenie schwanger. Magst du dich genau erinnern an dem Tag oder Abend, wo das rausgekommen ist? Ja, da mag ich mich sehr genau erinnern. Wir waren im Schlafzimmer. Die Frau und ich sind auf dem Bett gehockt und sie hat den Schwangerschaftstest gemacht auf der Toilette. Und dann haben wir eben die Minuten abgewartet. Und dann ist dann so das von der Ramona und dann haben wir gewusst, ja. Gong, es ist soweit. Was waren die Reaktionen von dir? Oh. Also bist du eher ein bisschen zusammengesackt? Ja, ich bin zusammengesackt, aber nicht wegen mir, auch, ja. Ich arme, jetzt wie die Grossvater, ja. Sondern wegen der Ramona. Jetzt ist Peng, Jugend vorbei, das war's. Ist es der erste Gedanke gewesen, die Jugend ist jetzt gelaufen bei ihr? Ja, es hat mir richtig wehgetan für sie. Ja. Und deine Frau, wie hat sie reagiert? Die ist auch ein bisschen zusammengesackt. Oh, Ramona. Ja. Ja. Wenn ich jetzt an die Beziehung von dir als Vater zu deiner Tochter denke, in dem Moment, was ist dir dort wichtig gewesen? Es ist und bleibt meine absolut geliebte Tochter. Bedingungslos. Und bedingungslos meine ich wirklich bedingungslos. Also ich habe meinen beiden Töchtern immer gesagt, hört, kommt. Wenn ihr einen Mist gebaut habt, kommt. Ich werde euch nie rausknallen, ich werde euch nie die Tür weisen. Ihr seid und bleibt meine Kinder. Punkt. Das hast du auch ihnen gegenüber von klein auf schon kommuniziert? Immer, immer. Oder viel mehr gelebt, könnte ich mir vorstellen. Wie hat sich das zum Beispiel auch zeigen? Wie habe ich gemerkt, dass deine Tochter, dass ich bedingungslos geliebt wird? Wenn sie jetzt halt mal nicht brav ist. Mhm. Seien wir ehrlich, wenn sie brav sind und gute Noten bringen, ist es einfacher. Es fühlt sich wenigstens einfacher an. Aber auch wenn sie nicht so spuren, in der Schule Mist gemacht haben oder die Leistungen irgendwo... Ich habe mich einfach gewehrt, sie auf die Leistung aber reduzieren. Und da habe ich, das habe ich immer zu spüren gegeben. Ja, einfach immer gespürt, hey, schön, dass du da bist, wenn du von der Schule heimkommst, oder schön. Ja. Hast du denn dort vielleicht auch das Gefühl gehabt, einen Moment lang, oh, irgendetwas habe ich falsch gemacht, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Ja. Es ist natürlich, jetzt bin ich 6, 28 Jahre Christ. Und dann hatte ich da so einen ganz schrägen Groove drauf. Cool sein bei den Christen. No, bei den Nicht-Christen eher schlecht, oder? Weil ich nicht irgendwie so einen religiösen Arsch bin. Oder weiss ich was. Weißt du, was ich meine? Ja, man schneidet das raus. Und irgendwie geht das dann nicht mehr auf. Irgendwie bleibt das Authentische auf der Strecke, oder? Und dort habe ich mich bei der Führung der Kinderziehung getönt. So. Du redest von Führung von Kindern. Führen oder anleiten, oder, das gefällt mir fast ein bisschen besser. Erziehung. Ich bin nicht Pädagoge, ich bin Vater. Habe ich ein bisschen Kompromiss gemacht, um vor den Christen gut anzustehen. Das ist noch ganz speziell. Aber wie machst du das, dass du von den Normalsterblichen auch noch gut anstehst? Dann wird es schwierig. Wo sind eigentlich, ich verstehe immer noch nicht genau, was die Unterschiede sind. Was heisst das zum Beispiel, vor den Christen gut anzustehen? Das Kind kommt, wachst auf, geht in die Sonntagsschule, kommt mit Freude in die Gemeinde am Sonntag, was nicht die Realität ist, so wie ich es erlebt habe. Ja. Es hat schon auch freudige Sachen gegeben. Und dann am liebsten, wenn es dann weitergeht, einen schönen christlichen Mann heiraten und dann einmal ein Kind und so weiter und so fort. Und das war mein Ideal gewesen, mein christliches Ideal. Und in der Welt das so verkauft, dass es möglichst locker rüberkommt. Dass wir doch noch irgendwelche tolerant sind. Und das ist ein rechter Spagat, oder? Das verreisst dich. Ja. Das verreisst dich. Ein Spagat funktioniert noch, aber das ist ein Spagat, der dich verreisst. Was hättest du aus heutiger Sicht anders machen können?
lockerer bleiben. Ja. Lockerer bleiben. Eben, ich komme wieder zurück auf die bedingungslose Liebe. Das einfach wirklich total durchleben. Auch gegen aussen. Schau, das ist meine Tochter. Und ich bin stolz auf meine Tochter, auch wenn sie schwanger ist und das nicht in unser Konzept passt. Jetzt bedingungslose Liebe, das ist so ein Ausdruck, ich weiss nicht, hast du das, woher hast du den überhaupt? Ich habe den wirklich. Aus irgendeinem psychologischen Handbuch, pädagogisches Konzept, ist es nicht unbedingt. Du, ich bin einfacher Bäcker-Konditor. Ja. Nein, aber ich bin eines Tages zum Glauben an Jesus Christus. Ja. Punkt. Und dort habe ich, ich habe einfach gespürt, der Gott lebt. Indem ich das ganz einfach Leute, die gebetet haben, die überzeugt waren, da ist er, da habe ich auch gespürt, da hört einer zu. Das hat mit dem zu tun. Das hat mich überzeugt, was die Leute gelebt haben. Also Gott als Gegenüber. Und Gott als Gegenüber. Weil für viele Leute fängt ja mit Christsein gleichzeitig fangen dann Bedingungen erst an. Genau, die ganze... Vom Image her, oder? Genau, ich bin dann zuerst einmal ein paar Jahre verbotene... nein, eine wandelnde Verbotstafel geworden. Und alles, was der Freude macht, vergiss es. Nein, mit den Jahren hat sich das Wissen in ein gewisses Erkennen gewandelt. Also ich habe gewusst von der Bibel her und ich habe immer die Bibel gelesen. Ich lese sie auch heute noch und ich lese sie sogar gern, immer lieber, was ja wirklich, da muss ja Gott dahinter sein. Habe ich langsam angefangen zu erkennen, hey, mal, der Gott liebt mich. Ich habe Mist gemacht, wie das jeder Mensch macht. Ich kämpfe heute noch mit Sucht und Hirnen und Traurigkeit und so Themen. Und ich fühle mich einfach bei dem Gott, ich kann dem nichts vormachen. Ich bin einfach angenommen, Punkt, ich bin sein Kind. Und das fällt mir dann sehr leicht, das auf meine Kinder überzubeamen, eine Art, weisst du. Und ihr habt alle offenbar jetzt da sehr übereinstimmend in dem Moment, wo das passiert ist, wo das rausgekommen ist jetzt, habt ihr Ja gesagt zu dem werdenden Leben. Mit allen Konsequenzen, das heisst ja möglicherweise auch, du wirst als Vater natürlich eben als Grossvater in eine neue Rolle eingebunden, oder? Ja. Was war das Erste, wo passiert ist? Also ist dir klar gewesen, jetzt gibt es Konsequenzen? Also? Jetzt gibt es Konsequenzen. Für uns ist einfach gewisse Lebenspläne. Weißt, wenn Kinder so langsam ins Erwachsenenalter kommen, dann fangen sie an, hey, jetzt haben wir dann wieder mehr Freiraum. Das ist ja positiv. Was machen wir? Und dann fängt man an, Pläne zu schmieden, wenn man plötzlich wieder ehebar ist. Und die sind halt dann sofort auf Eis gelegt. Das muss man auch ein bisschen gebären. Buchstäblich. Und ja. Jetzt hast du erzählt, wie ihr reagiert habt. Würde mich noch wundern, ich meine, es gibt ja noch mehr Leute um einen herum. Zum Beispiel deine Mutter. Wie hat die reagiert? Die hat ja eine eigene Geschichte mit dem. Genau, meine Mutter ist mit 21 Mutter geworden von mir. Das klingt nicht so schlimm, aber ich war bereits der Dritte. Ja. Und das ist natürlich eine Generation. Ja, in immer noch nicht so schlimm, aber es ist zu dieser Zeit natürlich. Ja, es ist für mich grundsätzlich. Ja. In dieser Zeit war das natürlich absolut tabu. Als Teenager-Mami, unehelig, drehst, glaube ich. Sie selber unehelig. Das war ein riesiges Theater. Und ich habe den Eindruck, sie leidet heute noch an dem. Weil man hat sie reduziert, meine Mutter hat man auf den Status reduziert. Hätten Sie zum Beispiel deiner Tochter etwas mit auf den Weg geben können? Sie hat sie sicher ermutigt. Ganz sicher. Und mich hat sie bestätigt. Sie hat mir angerufen, fast unter Tränen. Und einfach mir ans Herz gelegt, du, zwing sie zu, nicht für irgendetwas, sei zu einer Zwangshochzeit. Oder bitte zwing sie nicht. Und das hat mir enorm gut getan. Hat mir enorm gut getan, wie sie leidet unter dem. Ich weiß auch nicht alle Details aus dieser Zeit. Also im Grossen und Ganzen würdest du sagen, da hat es also nicht viel Schwierigkeiten gegeben? Schwierigkeiten hat es gar nicht gegeben für mich. Ja. Die Ramona herum, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Da musst du sie selber fragen. Da werden wir sie jetzt gerade noch fragen. Genau. Alles Weitere, wenn wir von der Ramona selber hören, wenn wir schon die ganze Zeit über sie geredet haben. Christoph, merci bis dahin. Bitte. Wir sind jetzt bei der Ramona und beim Christoph zu Hause in Schottiken. Das ist etwa so eine Viertelstunde, 10 Minuten von Winterthur weg. Bei euch zu Hause, Ramona, du lebst ja gerade oben mit Kind. Und ihr als Grosseltern, ja, muss sich wirklich das Bild noch mal neu einprägen.
Ihr seid da unten und da in der Stube und in der Küche. Das ist so ein Raum, den ihr euch eigentlich immer wieder gemeinsam aufhaltet. Ramona, herzlichen Dank, dass du dazugekommen bist. Wir haben ja bereits ein paar Sachen gehört von deinem Vater. Jetzt gehen wir noch mal zurück, 2 Jahre, wo die Schwangerschaft entdeckt worden ist. Sag mir noch mal, wie du dich gefühlt hast. Ja, also. Etwa so. Also, es hast du so gestrahlt wie jetzt? Nein, kaum, oder? Es ist, ich habe eben zuerst gar nichts. Ja. Es war einfach gar nichts. Ich habe einen Schwangerschaftstest und ich bin ins Bett gelegen und einfach kurz ruhig. Ich bin dort einfach ein paar Minuten gelegen und habe gefunden. Was geht denn alles so den Kopf durch? Zuerst gar nicht. Ich habe einfach gar nicht recht realisiert. Irgendwie. Und nachher ist wie so Bilder reingekommen. So wie mache ich? Ich bin in der Lehre. Ich bin nicht mehr mit meinem Freund zusammen. Wie mache ich das? Wie erzähle ich es allen? Das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Was halten andere jetzt davon? Und dann auch in der Schule natürlich. Wie sage ich es meinem Lehrbetrieb? Wie sage ich es meinen Lehrern? Gehen dir so 100 Gedanken durch den Kopf? Ja, hast dich das ist... Aber jetzt frage ich dich jetzt gleich. Ich meine, du gehörst zu einer Generation von sehr gut informierten jungen Frauen. Ja. Oder? Wie hätte denn so etwas überhaupt passieren können? Ja, auch heutzutage hebt nicht alles, ja. Wie es sollte. Okay. Das ist, ja. Mhm. Eben. Kann passieren. Ja. Ja. Und dann ist es halt einfach, ja, ein bisschen naiv gewesen, ein bisschen, ja. Hat es einen so kleinen bisschen... Augenblick gegeben, wo du gedacht hast, vielleicht Abtreibung, wegmachen? Nein. Ja. Also das ist für mich... Ist schon auch ein Thema gewesen. Also es ist nicht ein Thema für mich gewesen, aber natürlich auch irgendwie darüber geredet dann später, aber das ist für mich von Anfang an klar gewesen. Ich habe es mit meinem Ex-Freund besprochen, weil er hat zuerst wollte, dass ich abtreibe. Mhm. Für ihn ist das eigentlich klar gewesen, abtreiben, oder? Aber ja, ich habe dann schlussendlich gefunden, du, ich werde das auch ohne dich irgendwie herbringen, habe ich dann gesagt. Das ist so fest als Überzeugung in dir gewesen? Ja, das war für mich schon immer so. Ich habe, warum denn? Weil ich schon viel darüber gehört und selber darüber gelesen habe und auch wirklich schlimme Bilder gesehen habe von so kleinen Babys, die da schon eine Handfläche gross sind, aber schon wirklich wie ein Baby aussehen und wirklich auch schon leben. Ist schon klar, können sie selber nicht überleben, jetzt außerhalb vom Bauch, aber es ist einfach gleich, das war für mich so krass gewesen. Das habe ich irgendwie schon mit 13 ich glaube, das erste Mal gesehen, so Bilder. Und das ist, ab dann war das für mich wie klar gewesen, dass ich das einfach nicht gut finde. Dass ich's, ja. Wann hast du dann angefangen, zum Beispiel auch dir Gedanken machen, ja, jetzt könnte es sein, dass auch meine Jugendzeit die wird einfach anders verlaufen, als ich gedacht habe? Das war jetzt für mich nicht der schlimmste Gedanke gewesen. Mir ging eher darum, wie mache ich das mit Lehr, Schule und allem miteinander. Das war für mich mehr das Problem, als dass ich jetzt nicht in den Ausgang kann. Das Kind das wächst jetzt her in dir. Du bist in einem Alter, wo das nicht geplant oder vorgesehen war. Hat es denn da irgendwann noch mal eine Krise gegeben, oder einen Rückfall für dich innerlich? Oder sogar hat es Momente gegeben, wo du gesagt hast, jawohl, jetzt erst recht, also wie eine Bestätigung. Ich will das. Also so kurze Rückfälle mit Selbstzweifeln, ja. So, die hat es immer wieder gegeben. Ja. Die hat es bis zu die hat's auch nach der Geburt immer wieder gegeben. So, kann ich das überhaupt? Also ja, mehr bezogen so auf deine Fähigkeit? Eher auf mich, ich werde jetzt Mami, oder? Ja, das ist eher das Mami sein, ob ich das überhaupt kann, Mami sein. Aber so richtig... Also richtig darauf gefreut auf das Baby habe ich mich das erste Mal, als ich sie gespürt habe im Bauch. Als ich sie das erste Mal einfach... Es war so ein bisschen wie so ein Flattern. Es ist so ein Schmetterling im Bauch. Mhm. So ein Gefühl war es. Und dort ist das erste Mal so, wow, ich habe ein Leben in mir. Mhm. Wie haben eigentlich so die Leute in deinem Freundeskreis reagiert? Oder wer sind so die Ersten, die du kontaktiert hast, außerhalb der Familie? Also, Kollegen. Also, die du informiert hast auch. Ja. Kollegen einfach, ja. Die meisten haben zuerst geschockt, aber die meisten haben positiv reagiert. Viele haben gesagt, ja, ich kann mich jetzt dich noch als Mami vorstellen. Mhm. Habe ich mir gar nicht vorstellen können. Aber viele haben gefunden, ja, Ramona macht das sicher gut.
Ich habe gefunden, spielen die? Wieso? Hast du das Gefühl, dass du wie so die Pubertätszeit jetzt dort wie so einen riesen Gump dann machst? Dass alles überspringst, was normalerweise jetzt in diesem Alter alles abgeht? Ja, also dort war schon recht ein Schnitt. Also auch, vor allem bei der Geburt dann, ja. Die Mami hat das so gut gesagt, sie war bei der Geburt dabei. Sie hat gesagt, ich sei gegen die, komm, sag die Alisha da bei mir gelegen, sei ich eine Vollblut-Mami gewesen. Mhm. Sei ich schon voll in meiner Rolle gewesen. Mhm. Und das hat man vorher noch nicht so gespürt. So. Was habt ihr denn gemacht so als Familie, um euch vorbereitet, um auch der Ramona die richtige Stütze zu sein? Was habt ihr da vorgekehrt oder vorbereitet? Kann man da überhaupt sehr viel vorbereiten? Ja, man kann sich einfach vor allem mal innerlich vorbereiten. Ja. Es wird Änderungen geben. Mal ganz praktische Frage, wie handeln wir das? Vom Kinderbett bis über Hüten. Und wie sieht denn das aus? Wir haben in dieser Phase von der Schwangerschaft und von der Geburt sind wir auch noch mehr Leute da gewesen. Zum Teil ihre Schwester noch mit dem Freund da gewesen, alles da oben. Die Wohnung da unten war vermietet gewesen, also auf relativ engem Raum. Und wie organisieren wir das? Das war die Frage. Und gewisse Sachen ergeben sich dann einfach. Du kannst nicht, so etwas kannst du nicht einfach durchplanen. Das musst du einfach mal auf dich zukommen lassen. Das meiste musst du einfach geschehen lassen. Du hast viel Unterstützung bekommen von zu Hause. Mhm. Wie hat denn das ausgesehen vom Vater? Ja, also während der Schwangerschaft war er noch recht zurückhaltend. Ja. Hat er vielleicht Angst gehabt? Ist für ihn halt auch Angst sicher, vor denke der Situation. Ich denke sicher, dass er Angst gehabt hat. Und ist für ihn auch wie so nicht fassbar gewesen, weil meine Hormone sind völlig übersprudelt während der Schwangerschaft. Er hat nur müssen Piep sagen und ich habe dann zusammengeschissen, also er weiß doch auch nicht, was gesagt hat. Mhm. Und das ist wirklich, wir haben uns fast nicht gesehen während der Schwangerschaft. Mhm. Und dann ist für ihn natürlich nicht so recht real gewesen, denke ich. Aber jetzt ist es super. Also Alisha freut sich, wenn er kommt. Er freut sich, wenn er sie sieht. Und, ja, so. Ja, und seine Eltern machen das super. Also, vor allem seine Mami. Ja, wir sind absolut begeistert. Ja. Auch wenn ich mit meiner Frau das anschaue, die Familie, die haben die Alisha gern. Der Vater hat sie geboren irgendwo, weißt? Also hat auch Freude an seinem Mädchen. Jetzt ist er in der RS. Und einfach, das klappt, wir haben einen guten Draht. Ja. Hat sich dein Freundeskreis völlig verändert? Also so, ja. Sehr verändert. Ja, ja. Ich habe mit vielen gar keinen Kontakt mehr. Merkt man plötzlich, dass man nicht mehr so miteinander kann wie vorher und die gleichen Themen vor allem? Ja, eben, das Thema ist das Problem. Das ist natürlich auch nicht mehr da, oder? Dann erzähle ich, Alisha fängt jetzt an laufen und sie sagen, herzig, gut. Mhm. Dann ist fertig, dann ist schon fertig. Und die ich könnte jetzt noch lange darüber reden, wie herzig das aussieht. Und, ja. Das ist natürlich, und dann kommen sie mit so Problemen, die sie haben, wo ich finde, ja, die Probleme hätte ich auch gerne. Also, was für mich so meine Probleme sind, die ich, ja. Christoph, hat sich die Beziehung zu seiner Tochter verändert? Deine Beziehung? Ja, ich habe kein Mädchen mehr, ich habe jetzt eine Frau als Tochter, oder? Und, wo Mami ist. Und das ist schon, es ist wie ein Respekt gewachsen, weißt? Es ist nicht mehr mein kleines Mädchen. Es ist viel zu schnell gegangen, muss ich ehrlich sagen. Es ist eigentlich noch ein paar Jahre so dazwischen, wo noch ein bisschen auf und ab geht, oder? Und das ist jetzt mit einem Schlag jemand, der Verantwortung übernimmt. Frau. Ja. Und ich bin einfach extrem überrascht. Also, nicht, dass ich das ihr nicht zutraut, aber wie sie da wirklich auf einen Schlag wirklich eine reife Frau ist geworden. Was war das Wichtigste jetzt im Nachhinein, wo du sagst, da haben mich meine Eltern wirklich so unterstützt, wie ich es gebraucht habe? Sie haben mich sicher auch recht aufgebaut während der Schwangerschaft. Einfach habe ich es aber ich sage einfach so ein bisschen mit der Organisation. Schon nur das hat mir gut getan, dass sie mir geholfen haben, so ein bisschen zu überlegen, wie machen wir es, wie tun wir, dass ich das schon mal nicht allein machen musste. Dass sie ich bin manchmal so ein bisschen gleichgültig gewesen. Ich bin manchmal völlig durch gewesen. Mir ist es richtig schlecht gegangen während der Schwangerschaft. Und da ist es manchmal gekommen, so, jetzt müssen wir auch mal einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Also einfach so, sie haben mich wie manchmal so ein bisschen im Schwung gehalten. Weil ich wäre manchmal am liebsten einfach in mein Zimmer eingeschlossen und so ein bisschen das war einfach so ein bisschen für mich. Wie war das für dich,
mit 15 in so eine Schwangerschaft hineinkommen und dann Schule, Lehre, Pläne, Berufspläne, die du hast. Was hat sich denn da verändert? Ich war ja schon in der Lehre. Ich war dort im ersten Lehrjahr. Und ich habe dann meiner Berufsbildnerin ein Mail geschrieben. Einfach mal, und einfach mal so platziert. So, ich bin dann schwanger, es wird dann sicher einen Unterbruch geben. Und dann haben wir das einfach zusammen besprochen, mit meinen Eltern zusammen. Dann hat es ein Gespräch gegeben, da sind die auch dabei gewesen, ja. Und dann haben wir einfach so verschiedene Möglichkeiten abgewägt. Zuerst hat es geheißen, ein Jahr aussetzen, dass ich einfach das zweite Lehrjahr erst ein Jahr später mache. Ja, das habe ich einfach irgendwie, das hat bei mir nicht so funktioniert. Ich habe irgendwie es nicht so. Also erstens habe ich es mal sensationell gefunden, wie der Lehrbetrieb reagiert hat. Einfach mal bejahend. Das hat mich tief beeindruckt. Man schiesst dich nicht raus. Unterstützend. Wirklich unterstützend. Dann ist eben der Vorschlag von Ihnen gekommen, der für Sie am meisten Gewicht gehabt, ein Jahr Babypause. Peng. Mhm. Und da habe ich gefunden, grundsätzlich gut, aber etwas hat bei mir geklemmt. Bei uns allen. Ja, bei allen. Und nachher haben wir das auch noch mit der Schule besprochen. Und dann hat der Schulleiter gefunden, er findet es nicht gut. Weil dann kommt man nach einem Jahr wieder in die Schule und er hat gesagt, dann wird das reinkommen. Genau. Einfach so, dass. Ja, da haben wir uns schlussendlich darauf geeinigt, 16 Wochen Mutterschaftsurlaub, wie normal. Es ist im November auf die Welt gekommen. Ich habe dann Ende Februar wieder angefangen zu arbeiten. Aber mit der Schule habe ich schon nach der Weihnachtsferien wieder angefangen. Und ich habe dann 80% gearbeitet. Also ich habe dort habe ich noch am Mittwoch immer frei gehabt. Und dann im dritten Lehrjahr habe ich immer am Freitag also frei. Ja, einfach für die Arischen da sind. Keine Schule und keine Arbeiten. Dann habe ich die Arbeit gemacht, wofür ich kein Geld bekomme. Ist auch Arbeit. Ja, ist ganz auch Arbeit. Ja. Wie ist die Situation jetzt? Jetzt, also ich hatte die LAP letzten Sommer. Ja. Die habe ich abgeschlossen. Gut. Mit einem guten Ergebnis hätte ich nicht erwartet, dass ich so gut abgeschlossen habe. Ich habe den Notausweis angeschaut. Was? Das ist nicht meine. Ja. Und jetzt, aber seitdem bin ich arbeitslos, also auf Arbeitssuche. Was suchst du genau? Ein KV habe ich ja gemacht und einfach in diesem Bereich, so zwei Tage in der Woche, möchte ich eigentlich arbeiten. Ich hoffe, es haben jetzt ganz viele Leute gehört. Ja. Mhm. 40% ist auch für uns als Eltern. Ja, ja, und eben auf zwei Tage einfach verteilt, wäre am einfachsten. Mhm. Ja. Okay, haben wir ein genaues Stellenprofil? Ein Wunschprofil gehört. Das ist gut. Wer hat denn in dieser Zeit, wo du die Lehre gemacht hast, auf der Liste aufgepasst? Die beiden Grossmütter haben das untereinander aufgeteilt. Das war immer zwei Tage bei meiner Mami und zwei Tage bei der Mami von ihrem Papi. Ja. Ja. Mit dem Stillen? Wie ist das mit dem Stillen? Wie hast du das organisiert? Ja, also dort. Jetzt haben wir noch einen Kommoderator bekommen. Das ist gut. Ja, jetzt geht's. Wir gehen nicht zucker. Ja. Ihr habt doch immer einen Restjagd gemacht. Ja. In der Pause, Wo ich Schule hatte, haben wir im Bagels in Winterthur abgemacht. Übrigens kann man sehr gute Bagels essen dort. Okay. Und dann bin ich abends, ja, Mittagspause von der Schule, bin ich abends dort am Stillen und Essen gleichzeitig. Ja. Und das war am Donnerstag und am Freitag ist Alicia eben bei ihrem Papi, bei dem Grossi, gewesen. Und dann bin ich am Mittag so reingegessen zwischendurch und habe dort gestillt. Und beim Arbeiten habe ich es zeitlang noch abpumpt, aber irgendwann ist es für mich dann zu viel geworden. Also ich habe dann recht schnell, ich habe sie 4 Monate voll gestillt und dann habe ich recht schnell reduziert auf einfach morgen Abend und am Wochenende vielleicht noch ein bisschen mehr. Weil es einfach zu viel geworden ist. Es war für mich ein riesen Stress, gewesen, das Stillen. Es hat auch nicht von Anfang an gut geklappt. Ich hatte immer Schmerzen gehabt. Es war für mich nie wirklich etwas Schönes gewesen. Ich habe es einfach gemacht, weil es für Alicia das Beste ist. Ja. Darum habe ich dann recht schnell. Ja. Es ist auch für uns. Einfach nicht mehr voll. Für uns ist es sehr, sehr intensiv gewesen. Belastend wollte ich jetzt nicht, aber einfach intensiv. Mhm. Du kannst nicht einfach heimkommen und jetzt mache ich meinen Job und dann habe ich Feierabend. Mhm. Weil ich habe gefunden, absolut, was meine Frau da geleistet hat, so ein Kind, das ist. Das nimmt dich voll. Das nimmt dich voll ein. Du kannst das nicht einfach irgendwie eingefrieren und dann nach 2 Stunden wieder rausnehmen. Und das hat uns noch recht. Das ist noch recht an Substanz, muss ich sagen. Das ist dann die Konsequenz, die man getragen hat, wenn man Ja sagt und A sagt.
Aber eben, hat sich gelohnt, absolut. Es wird schon wieder lockerer. Ja. Glaubst du für dich jetzt heute, dass das, was dir passiert ist, genau in deinem Alter, in diesen Lebensumständen so gut ist? Ja. Hast du volles Ja dazu? Das ist gut. Also, die Alisha könnte ich nicht mehr hergeben. Mhm. Das ist jetzt das Beste, was es gibt in meinem Leben, wirklich. Und ja, das, ich könnte es mir. Ich weiss halt nicht, wie es wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Das ist halt auch so. Das, jetzt ist es einfach so und das ist auch gut für mich. Du musst auch einen Gump machen, ja, oder? Ich meine, nicht nur da vom Teenie zur Frau, sondern auch von. Du hast ja in relativ jungen Jahren plötzlich Grossvater sein, oder? Ja, das ist schon noch, schräg. Ja. Speziell. Aber. Eben, das hatte ich lange gehabt. Wie fühlt sich das an? Ich bin jetzt gross, ich werde Grossvater, ich werde Opa. Grossvater. Du glaubst es doch heute noch nicht richtig, oder? Ich bin zwar ein gläubiger Mensch, aber auch das muss ich schon auch noch ein bisschen mehr glauben. Wie du glaubst, das fällt dir schwer. Ja, es ist einfach komisch. Ja. Aber ich komme nicht in den Midlife-Kreis. Also, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Weiter weg von so einer Krise. Jetzt gehe ich mit einer Grossmutter ins Nest und das funktioniert. Nein. Das ist... Nein, Scherz beiseite. Es kommt dann irgendwo einmal ein Stolz. So, hey, ich werde Grossvater und bin gut drauf. Weißt, ich bin noch nicht am Rollator, ich kann etwas machen, ich bin fit, einigermaßen wach im Kopf. Das hat einen riesen Vorteil. Es hat einen riesen Vorteil, oder? Also ich fahre sehr gerne Velo und mit dem Anhänger mal den Grinko lüften sie hin und rein schlaft und ich kann da spulen wie ein Blöden und zwischendurch lacht sie und wenn sie nicht lacht, pennt sie. Das sind Hammererfahrungen, Hammererlebnisse. Die wollte ich nicht missen und dann bin ich und sie. Also ich sehe, ihr habt einen Schock gehabt zusammen, irgendwann im Leben. Mhm. Es ist etwas passiert, das nicht vorgesehen war. Und gleich, also wenn ich euch heute zuhöre, ich sage, das hat euch noch fast mehr Zusammenhalt gegeben, oder? Also definitiv. Als Familie. Definitiv. Mhm. Ich danke euch davon vielmals, dass wir bei euch sein dürfen. Ich würde jetzt eigentlich, wenn Alisha irgendwo rum ist, würde ich sie noch gerne sehen. Ja, ich auch, ja. Ja. Dass wir nicht nur ständig über Abwesende reden. Genau. Ja, genau. Dann hole ich sie. Okay. Mal. Mehr zu dem Thema, das wir heute hatten, hören Sie am nächsten Montagabend über Radio Live Channel. Und wir verlosen zwei Übernachtungen mit Halbpension für die ganze Familie im Sentis Park. Gesponsert vom Sentis Park in Abtwil. Das Einzige, was Sie machen, schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Wochenende begrüßt Sie Aline Baumann mit dem Thema «Ins Netz gegangen». Und wenn Sie wollen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Dann gehen Sie so richtig handfest zur Sache. Das Thema dann voll auf die Fresse. Auf Wiedersehen. Wer ist denn? Nora. Nora? Okay. Nora, das ist ein Waschbär, gell? Ja. Oder nicht? Mol, das ist doch einer. Das ist ein Waschbär.